Hallo und herzlich willkommen, liebe Fische. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Fische Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Fische stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Und zwar für den Juni. Wir schauen uns den Juni an. Was zeigt sich im Juni für die Fische? Was kommt auf dich zu? Was sind hier so die Energien im Juni? So, für die Fische. Fische im Juni. Und wir sehen hier schon, dass hier gerade einiges in Bewegung ist. Dass hier gerade etwas in der Luft liegt und möglicherweise Veränderungen hier gerade stattfinden. Etwas sich hier gerade schnell bewegt oder sich schnell bewegt hat, Neuigkeiten, Nachrichten. Irgendwas liegt hier in der Luft und kommt hier auf dich zu. Wir sehen aber auch, dass du hier gerade irgendwo in einer Art Abschiedsprozess bist, dass du etwas losgelassen hast. Dass du ein altes, vertrautes Umfeld verlassen musstest, dass du einen Abschied schweren Herzens haben wir hier liegen mit den 8 der Kelten, wo du eine alte, liebgewonnene, vertraute Umgebung, ein Umfeld, das könnte jetzt also ein Job sein, eine Beziehung, eine Verbindung oder sonst irgendwie etwas, was dir sehr am Herzen lag, was dir sehr vertraut war, hast du jetzt gerade zurückgelassen oder bist dabei, das hinter dir zu lassen. Es können auch Gewohnheiten sein, gewisse liebgewonnene Gewohnheiten, Muster, ja, einfach vertraute Dinge, die du jetzt verabschiedest. So, und das bringt hier ganz viel in Bewegung gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob dadurch etwas ausgelöst wird, dass hier jetzt neue Nachrichten reinkommen oder hier irgendetwas jetzt schneller in Bewegung geht. Also wir sehen hier auf jeden Fall, hier liegt was in der Luft an Veränderungen, Nachrichten, Neuigkeiten, vielleicht auch Überraschungen, überraschende Veränderungen oder Nachrichten. Und wir haben die Königin der Kelche hier. Die Königin der Kelche verkörpert ja schon sehr gut diese Fische-Energie. Das kann also deine Energie sein. Es kann aber auch ein Gegenüber sein. Also es kann durchaus sein, dass du jetzt hier sehr empfindsam, sehr gefühlvoll bist, sehr intuitiv, auf deine innere Stimme hörst und dir diese sagt, dass du hier eine Situation jetzt verabschieden sollst, zurücklässt. Also dass das... dass du hier ganz auf deine Intuition vertraust in diesem Prozess gleichzeitig oder andererseits kann es aber auch für andere sein, dass du dich von einer Person hier entfernst oder diese Person, dass die mal sehr viel für dich bedeutet hat, eine sehr empfindsame, sehr sensible, intuitive, verträumte, mitfühlende Persönlichkeit, die du hier jetzt loslässt und weiterziehst. Also eins von beiden. Ja, entweder bist du diese Energie oder es ist ein Gegenüber. Wahrscheinlich aber auch, denke ich, ist das auf jeden Fall auch deine eigene Energie. Kann auch sein, dass du hier sehr, ja, aufgrund dessen, dass man hier etwas jetzt zurücklässt, dass man hier besonders empfindsam gerade ist. Und ja, dass dir so ein bisschen die Freude versiegt ist. Also wir sehen hier schon den 9 der Kelchen im Schatten. Das ist hier die Schattenlinie. Da sehen wir schon ein bisschen Unzufriedenheit, ja, dass man hier gerade nicht so glücklich ist, nicht so in der Freude und Fülle, nicht so harmonisch. Ja, da fehlt jetzt einfach irgendwie etwas. Irgendein Traum ist vielleicht nicht in Erfüllung gegangen oder Illusionen haben sich, Wünsche haben sich nicht erfüllen können. Wir sehen hier auch Sorgen und Ängste, 9 der Schwerter. Hier sehen wir auch wirklich quälende Gedanken. Irgendetwas quält dich. Das können Schuldgefühle sein oder Reue. Vielleicht bereust du etwas. Vielleicht, das sind so selbstquälende Gedanken, können manchmal auch selbst sabotagemäßig die Gedanken sein. Oder auch einfach Ängste und Sorgen. Irgendwas, was dir hier auch den Schlaf raubt. Ja, wo man sich selbst mit quält und vielleicht auch Albträume hat, schlaflose Nächte. Ja, also eine eher nicht so angenehme Energie erstmal. Ja, und die 6 der Stäbe, das ist ja eigentlich die Siegeskarte, der Triumph, der Erfolg, dass man etwas meistert, etwas schafft, Anerkennung bekommt in einer Sache. Aber auch das liegt hier im Schatten. Das heißt, möglicherweise fehlt hier
dieses Feuer, dieser Mut, um hier etwas erfolgreich abzuschließen, vielleicht, ja, oder das Selbstbewusstsein. Ich weiß es nicht, was es jetzt hier genau ist, was dir jetzt hier fehlt, um etwas hier erfolgreich zu meistern oder zum Sieg zu bringen. Kann natürlich hier mit deinen Ängsten und Sorgen und den quälenden Gedanken zu tun haben, ne? Das ist ganz klar. Wir schauen mal, worum es hier geht, was du hier tun sollst. Ja, also das Ass der Münzen spricht hier von einer großen Chance. Du hast hier jetzt die Gelegenheit, oder es bietet sich dir hier die Gelegenheit, jetzt dein Glück zu machen, etwas Bleibendes zu errichten, langfristig dir etwas aufzubauen, etwas, was Sicherheit für dich bedeutet, Stabilität, materielle Fülle. Da geht es darum, eine Chance zu nutzen in dieser Hinsicht und da erfolgreich. Ja, es geht hier schon darum, dass man irgendein Potenzial nutzt, um hier auch irgendwo erfolgreich zu sein mit einer Sache und sein Glück zu machen. Also darum geht es hier mit dem Ass der Münzen. Nutze eine Chance, erkenne die Chance und fange an, hier an etwas Langfristigem zu arbeiten, das dir Glück, Stabilität, Freude, Fülle, Reichtum bringt. Also wie auch immer das für dich hier aussieht. Der Wagen spricht davon, dass man hier mutig nach vorn gehen soll, einen Sprung nach vorn wagen soll, sich auf ein Risiko vielleicht auch einlassen darf. Ja, es gibt ja hier quälende Gedanken, irgendetwas, was dir hier Sorgen bereitet. Und da geht es darum, ja, dass du aufbrichst. Aufbrichst aus einer Situation, die dir vielleicht diese Sorgen und Ängste bereitet. Vielleicht geht es darum, aber auch diese inneren Widersprüche, diese inneren quälenden Gedanken und Ängste jetzt zu bündeln und zu kanalisieren und unter ein Ziel zu ordnen. Es geht darum, dass man hier ein Ziel anvisiert und erreicht. Einen Sprung nach vorne wagt. Und das schafft man nur, wenn die inneren Widersprüchlichkeiten vereint werden. Ja, wenn man da eine Mitte findet und sagt, okay, das ist jetzt der Weg, den ich gehe und da fokussiere ich mich jetzt drauf und gehe ein Risiko ein, wage etwas, bin mutig und lass mich jetzt auf etwas ein. Ja, das ist das, was wir hier mit dem Wagen sehen. Also ja, hier geht es darum, einen Schritt nach vorne zu wagen, nach vorne zu gehen und sich nach vorwärts zu bewegen. Und auch zu erkennen, es geht darum zu erkennen, was dich hier so lähmt, was macht dich so unglücklich, was deprimiert dich oder frustriert dich hier so. Ja, das ist ja hier die 4 der Kelche, die spricht ja davon, passt auch zu den 9 der Kelchen im Schatten, dass dich irgendetwas hier verstimmt hat, dass du von irgendetwas genug hast, überdrüssig bist, unzufrieden, unausgefüllt. Vielleicht bist du auch beleidigt oder schmollst oder ja, irgendetwas lähmt dich oder fühlt sich so wie ja, Unzufriedenheit an. Und das ist auch etwas, wo man hier sehr stark auf eine Situation fokussiert ist, die einen hier wirklich verstimmt hat, wo man hier unzufrieden ist und nicht erfüllt ist, wo man vielleicht enttäuschte Erwartungen oder Hoffnungen hat oder ja, für sich vielleicht auch von jemandem hier verärgert oder gekränkt fühlt oder einfach einer Sache überdrüssig ist, von etwas genug hat. Und du sollst jetzt hier mal hinschauen und erkennen, was ist es denn genau, was dich hier so lähmt, was dich hier so negativ oder so wie sagt man, ja, so negativ stimmt, so pessimistisch irgendwie oder so frustriert, da mal genau hinzuschauen. Und wichtig ist es hier auch, die Scheuklappen abzunehmen. Für die Chancen und Möglichkeiten, für die Fülle, die da ist. Denn es gibt hier nicht nur etwas, was hier schlecht ist, was hier nicht funktioniert, was hier enttäuschend ist oder unzufriedenstellend, sondern es gibt hier auch Möglichkeiten und Chancen, die hier liegen. Und für diese darfst du dich öffnen und ganz besonders den Blick dafür schärfen, was jetzt hier auch an Möglichkeiten da ist. Das ist ja jetzt ganz entscheidend. Also den Blick abwenden von den Negativen und stattdessen schauen, was sind hier jetzt eigentlich auch noch für positive Dinge vorhanden in deinem Leben. Ja, also weg von dieser Negativhaltung kommen, emotional, das ist ja wichtig. Einen Schritt nach vorn wagen, sich neu ausrichten, mutig nach vorn gehen und diese Ängste und Selbstzweifel oder Sorgen oder was immer das hier ist ja,
Schuldgefühl, wie gesagt, ist manchmal ja auch so ein Thema oder Reue, aber muss nicht immer unbedingt sein. Wichtig ist, dass du hier dich jetzt neu fokussierst, neu ausrichtest, hier auf etwas, was du jetzt tun kannst, was für dich Glück bedeutet, wo du jetzt dich nach vorne bewegen kannst. Das ist hier wichtig. So, jetzt, was wir hier sehen, was auf dich zukommt. Da kommt sehr viel Kälteenergie wieder, also sehr viel Wasser, Gefühle, sehr viel Empfindsamkeit. Und wir sehen hier auch eine Energie, die ist ein bisschen unaufrichtig. Wir haben hier die 7 der Schwerter. Das heißt also, du kannst jetzt konfrontiert werden im Juni mit einer Situation, die, oder mit einer Person, die unehrlich ist, die unaufrichtig ist, wo jemand sich davon stiehlt, sich aus dem Staub macht oder irgendwie hinterrücks agiert. Es ist natürlich auch möglich, dass das deine eigene Energie ist, dass du hier hinterm Berg hältst, dass du nicht ehrlich zu dir oder zu jemand anderem bist, aus Angst vor Konfrontationen. Also auch du selbst kannst hier möglicherweise strategisch irgendwo vorgehen oder versuchen, dich bedeckt zu halten, zu schützen, um hier irgendwie ja, dich vor etwas zu schützen. Denn hier kommt jemand auf dich zu. Wir haben hier den Bube der Kelche. Da kommt jemand auf dich zu. Es ist natürlich möglich, dass dieser Mensch, der auf dich zukommt, dass der hier nicht ganz ehrlich ist, dass der mit nicht ganz klaren, ehrlichen Absichten hier in deine Richtung kommt. König der Kelche ist ja auch, das bist für mich jetzt du, dass du hier sehr auch, es kann natürlich auch ein Gegenüber sein, ja, es ist immer, wir haben Königin und König der Kelche. Einer von beiden bist auf jeden Fall du, der andere könnte dein Gegenüber sein. Auf jeden Fall jemand, der hier sehr empfindsam, sehr sensitiv, gefühlvoll, verträumt, intuitiv, also diese Fischenergie hier sehr gut verkörpert, mitfühlend, verständnisvoll. Aber ich sehe, hier kommt jemand auf dich zu. Kommt jemand in deine Richtung und will sich vielleicht mit dir versöhnen. Oder möchte dir sein Herz öffnen, dir seine Gefühle gestehen oder sich irgendwie sonstigerweise mit dir hier verbinden. Und da sehen wir aber diese unaufrichtige Energie. Also das kann sein, dass sich entweder dieser Mensch hier nicht so eindeutig und stabil verhält, sondern sich hier irgendwie immer wieder aus dem Staub macht oder nicht ganz ehrlich ist oder sich versucht zu schützen, bedeckt zu halten oder irgendwie. Ja, also diese Energie sieht hier nicht so reif aus, da, also emotional nicht reif. Ja, da ist irgendetwas unbeständig, irgendetwas Unaufrichtiges, könnte auch eine Intrige sein oder ein Betrug sonstiger Art. Das kann hier für jeden was ganz anderes sein, aber es ist erstmal eine Energie, die hier mit Vorsicht zu genießen ist. Es kann natürlich aber auch sein, und das ist hier auch für einige möglich, dass du es bist, der sich hier bedeckt hält und jetzt nicht mit offenen Karten so richtig spielt, weil er sich versucht, sich zu schützen, weil diese Energie hier, die hier auf dich zukommt, weil die vielleicht emotional unreif wirkt oder jung oder du versuchst dich hier vor diesen Einflüssen irgendwie zu schützen, weil du dich nicht ganz sicher fühlst. Also irgendwas ist hier mit dieser Energie, mit diesem Menschen, der hier auf dich zukommt, wo du entweder skeptisch bist oder spürst, intuitiv spürst, dass hier irgendwas nicht ganz aufrichtig ist. So nehme ich das hier erstmal wahr. Deswegen, wir sehen hier sehr, sehr viele Gefühle, sehr, sehr viel Undurchsichtigkeit in emotionalen Gefühlen, in Gefühlsdingen. Deswegen ist es wichtig, dass du jetzt erstmal schaust, was ist es eigentlich, was dich stört, was dir nicht gefällt, was du nicht mehr willst und das auch offen kommunizierst, darüber vielleicht auch sprichst und auf diese Weise versuchst, hier ein bisschen da in Klarheit reinzubekommen. Wichtig ist, dass du dich, wie gesagt, jetzt den Möglichkeiten und Chancen des Lebens nicht verschließt. Und die Chancen jetzt nutzt, um hier etwas Bleibendes, etwas Beständiges zu errichten. Erfolgreich. Es geht hier darum, irgendwo Erfolge zu haben in einer Sache. Anerkennung zu bekommen, einen Sieg, einen Triumph. Irgendwo sollst du siegen, vielleicht auch in materieller Angelegenheit. Vielleicht geht es darum, dass du hier auch finanziell stabil wirst oder einfach ja, dein Glück machst. Und dafür ist es wichtig, dass du dich jetzt fokussierst auf ein Ziel und ein Risiko eingehst, etwas wagst, vielleicht dich für ein Abenteuer öffnest, vielleicht auch irgendetwas, was du jetzt einfach für dich erobern willst, was dich begeistert, wo du hier Feuer und Flamme sein kannst. Darauf darfst du dich konzentrieren. Ja, Ritter der Stäbe als unterliegende Energie.
Zeig mir hier deine Feuerenergie. Da sehen wir jemanden, der sehr impulsiv und leidenschaftlich ist, der jetzt hier, ne, Wagenenergie passt da auch sehr gut zu. Und hier auch die Acht der Stäbe. Also hier liegt was in der Luft. Hier ist etwas kurz davor, hier zu starten, in Bewegung zu kommen oder sich zu verändern. Es kann sein, dass du jetzt hier irgendetwas machen möchtest, etwas erreichen möchtest, etwas durchsetzen oder dich durchsetzen, etwas umsetzen. Das ist wirklich Leidenschaft und Willenskraft, die wir hier sehen mit dem Ritter der Stäbe. Und ja, die Kraft haben wir hier auch, die Kraft. Das ist auch Feuerenergie. Da geht es um deinen Mut, deine Leidenschaft. Da geht es darum, dass du deine Instinktnatur annimmst, aber auch deine Impulse beherrschst. Ja, dass du hier in deine Kraft kommst, weil der Ritter der Stäbe, der kann auch impulsiv sein, der kann auch ungeduldig sein und dem gehen manchmal Dinge nicht schnell genug oder der kann ein bisschen polterig sein, ja, ein bisschen heftig. Das ist eine Energie, die ist ziemlich feurig hier. Ja, und da geht es darum, dass du hier in deiner Kraft kommst, in deiner Kraft bleibst und vielleicht diese Energie nutzt, dieses Feuer hier, diese Ungeduld, diese unbändige Leidenschaft, die du hier gerade hast, die du hier zur Verfügung steht, dass du diese nutzt, um hier vielleicht anderen Menschen zu helfen, um hier jemanden zu unterstützen. Vielleicht bist du aber auch sehr hilfreich und sehr großzügig und tolerant. Vielleicht bist du sehr großzügig und tolerant. Vielleicht wirst du aber auch gerade unterstützt. Vielleicht bekommst du hier gerade Hilfe. Ja, wir haben hier mit den sechs der Münzen immer diesen Ausgleich von Geben und Nehmen. Hier wird Geben und Nehmen in Ausgleich gebracht, ja, und du bist hier sehr, sehr leidenschaftlich, sehr temperamentvoll, mutig, entschlossen sehe ich dich hier. Ja, nutze diese Energie und kanalisiere die. Also, ja, das ist jetzt wichtig, dass du das nicht einfach so verpuffen lässt, sondern hier diese Chancen nutzt, die sich dir hier bieten und jetzt dich auf irgendetwas fokussierst, was du jetzt erreichen, anvisieren kannst, ja, dass du hier irgendwo erfolgreich sein kannst, sei es jetzt beruflich oder mit einem Projekt, einem Abenteuer oder einem kreativen Hobby, was auch immer es ist, wo du deine Leidenschaft, deinen Mut, dein Selbstbewusstsein jetzt hier reinstecken kannst. Ja, es geht darum, deine Impulse ein wenig hier auch zu zähmen, zu kanalisieren, also zu erkennen, wer du bist, was du für Gefühle, Impulse hast. Es geht natürlich auch um deine Ängste, die niedrige Instinktnatur. Ne? Was sind das so für Gefühle, die da in dir aufpochen? Und geht darum, die anzunehmen, aber auch nicht einfach so, wie gesagt, verpuffen zu lassen und auch nicht in Ärger, in Frustration sich zu verlieren, sondern diese Leidenschaft zu nehmen, um hier wirklich irgendwo zu siegen, ja, in irgendeinem Gebiet. Ja, wir schauen jetzt mal, was wir hier mit den Orakelkarten bekommen für die Fische. Lebensenergie, ja, da ist das genau das. Das passt so schön. Da kommt der Habicht mit der Lebensenergie. Das ist die Lebensenergie, die wir hier sehen bei dir. Löwe und Ritter der Stäbe. Betrachte die Situation aus übergeordneter Sicht. Viele Möglichkeiten eröffnen sich dir. Zögere nicht, handle. Genau das. Die Möglichkeiten sehen wir hier, du siehst sie nur nicht. Die Chance ist hier da und die darfst du ergreifen. Die große Chance, dein Glück zu machen, etwas, wie gesagt, etwas Langfristiges aufzubauen, in die Fülle, in den Reichtum oder Stabilität zu kommen. Ganz genau. Der Maulwurf kommt hier auch noch. Ja, befreie dich aus festgefahrenen Strukturen. Vielleicht geht es dir darum, irgendwo was Neues zu wagen. Ja, du lässt hier etwas zurück, alte Gewohnheiten. Vielleicht hat das was mit gewissen festgefahrenen Strukturen zu tun, die einem sehr vertraut sind, die viel mit einfach alltäglichen Gewohnheiten zu tun haben. Es geht jetzt darum, auf dein Herz zu hören, deine Intuition zu nutzen. Ja, wir haben König und Königin der Kelche. Das ist wirklich auch immer der Aufruf, dich von deinen Instinkten leiten zu lassen. Instinktsicher zu handeln, dein Gefühl, deine Intuition, dir von deinem Herzen
dich von deinem Herzen leiten zu lassen und dich aus, ja, vielleicht beschränkenden Strukturen befreien, aber die Chancen nutzen. Das ist jetzt wichtig. Diese Lebensenergie, die da ist, die wir sehen, jetzt auch wirklich nutzen. So, hier kommt die Qualle. Die Qualle ist eine Warnung. Da ist eine Warnung jetzt, die hier ausgesprochen wird. Und das ist das, was ich hier sehe, auch ja, mit dem Sieben der Schwertern und dem Bube der Kelche. Da kommt eine Einladung oder ein Angebot von irgendjemandem auf dich zu und das darfst du genau prüfen. Da darfst du sachlich prüfen und innehalten und genau schauen, wie sind hier die Absichten, ist das wirklich so ehrlich und aufrichtig? Also die Warnung hier, die beziehe ich hier auf diese Situation, ja, die jetzt im Juni sich zeigt, wo irgendjemand auf dich zukommt, aber mit zwiespältigen Intentionen, wo du mal genau hinschauen darfst. So. Aber den Habicht, die Lebensenergie, darauf möchte ich den Fokus lenken, weil das ist jetzt das, was hier wichtig ist, dass du dich darauf fokussierst. Und deswegen schauen wir uns mal die Botschaft dazu an. Ein neuer Zyklus der Kraft beginnt in deinem Leben. Du erhältst Führung in schwierigen Situationen und bekommst Chancen, dein Leben zu verändern. Deine Entscheidung und dein zielorientiertes Handeln sind jetzt gefragt. Manche Gelegenheiten wollen genutzt werden. Zögere nicht, höre auf dein Bauchgefühl und handle. Viele kreative Möglichkeiten eröffnen sich dir. Nutze die neue innovative Energie, die gerade über dir kreist. Habichte laden dich mit neuer Lebenskraft und leuchtender Energie auf. Sie sind die Boten, die den Beginn eines neuen Lebensabschnittes verkünden. Bereite dich vor, dein Einsatz und zielgerichtetes Handeln sind gefragt. Der Habicht eröffnet dir eine neue Perspektive, bringt Abwechslung, Weite und neue Möglichkeiten. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, zögere nicht, sondern schlage zu. Konzentriere dich auf dein Ziel und handle. Das ist genau das, was ich gesagt habe, ne? Der Habicht lehrt dich, dein kreatives Potenzial zu nutzen. Nutze die Gunst der Stunde und folge der Eingebung. Ja, ganz genau. So, eine Göttin hätte ich hier gerne für die Fische. Ich reflektiere mich selbst und lerne daraus. Hier darfst du etwas reflektieren. Im Winter zieht sich die Energie von außen nach innen zurück und kommt zur Ruhe. Es ist traditionell die Zeit der Stille, des Rückzugs. In diesem Raum der Freiheit begibst du dich jetzt. Fernab von Verpflichtungen und Vergnügungen hast du die Möglichkeit, dich mit existenziellen Fragen auseinanderzusetzen und deine inneren Welten zu erkunden. Beobachte dich selbst und reflektiere dich. Lasse die Ablenkungen und die Hektik des Alltags hinter dir. Und fokussiere dich auf das Wesentliche. So erhältst du ein tiefes Verständnis für deine Werte, Überzeugungen und Ziele. Nutze diese Gelegenheit, dich auf das zu konzentrieren, was zählt, und dein Leben bewusster zu gestalten. Ja, also, was immer dir hier gut tut. Vielleicht meditieren, Yoga, in die Natur gehen. Oder sonst irgendwie ja, in einen Zustand dich begeben, wo du immer mal wieder in die Ruhe, in die Reflexion kommst, ja, und dich besinnst auf das Wesentliche. Ja, und da geht es eben darum, jetzt vor allem diese Feuerenergie zu nutzen und jetzt damit sich auf ein neues Ziel zu fokussieren. Und da darfst du dir über deine Prioritäten klar werden. Ich hätte gerne einen Phönix für die Fische. Schwäche überwinden. Kommt hier als Botschaft. Du sollst deine Schwäche überwinden. Das schauen wir uns mal an, wie das gemeint ist. Ich meine, die kam ziemlich klar. Der Weg der Meisterschaft beginnt, sobald du deine größte Schwäche überwindest und heilst. Dann wandelt sich Schwäche in Stärke. Der weiße Phönix bringt sein Licht und sein Feuer zu dir, um dir zu sagen, du bist bereit, den Weg der Meisterschaft liegt vor dir. Um diesen Weg unbeirrt folgen zu können, ist es für dich wichtig zu meditieren und dich nicht länger von weltlichen Belangen und Problemen leiten und beeinflussen zu lassen. Also nochmal meditieren, ne? Ein wahrer Meister, eine wahre Meisterin geht den Weg der Demut, nicht den des Ruhms. Entscheide dich für die Liebe, nicht für die Angst. Du besitzt ein reines Herz, verstehe, dass es dienen möchte. Meisterschaft wirst du nur erreichen können, wenn du deine Absicht klar vor Augen hast und deinem Ego nicht die Führung überlässt.
weil es dienen möchte. Dienen, das hatten wir hier drunter, die 6 der Münzen. Da geht es ja um dieses Dienen, hilfsbereit sein. Also deine Energie, deine Feuerenergie nutzen, um andere vielleicht, um anderen zu helfen, um anderen irgendwie zu dienen. Das ist jetzt, was mir jetzt hier auch gerade noch kommt. In Demut. Ja, denke nach. Was ist deine Absicht? Was willst du wirklich? Der Weg der Meisterschaft ist leicht und schwer zugleich. Du hast diese Karte gezogen, weil du bereit bist. Du wirst die Prüfungen annehmen und verstehen und mit einem Lächeln durch dein Leben gehen. Alles, was du von nun an tust, ist bedingungslos alles zu lieben und mit klarer Absicht weiterzugehen. Um auf dem Weg der Meisterschaft voranzukommen, sind zwei Dinge wichtig: Inspiration und Fleiß. Folge stets dem Herzen. Es wird dich zu Vertrauen und Klarheit führen. Es leitet dich siegreich durch all deine Prüfungen. Inspiration und Fleiß. Das Ass der Münzen ist auch eine Chance, die, wie gesagt, davon lebt, dass du fleißig dich einer Sache widmest und dort alle notwendigen Schritte unternimmst und in die Wege leitest, um dort ein Ziel zu erreichen und in diese Stabilität zu kommen oder um dein Glück hier zu manifestieren. Einen aufgestiegenen Meister hätte ich gerne noch. Lemuria kommen hier, die Lemuria. Medialität, Sensibilität, vertraue deiner Intuition. Ja, also das ist eine Energie, die hier hervorragend zu den Fischen passt. Denn die Fische sind ja besonders sensitiv, intuitiv und häufig, nicht häufig, aber medial. Wenn sie weit entwickelt sind, wenn sie hochentwickelt sind, dann sind die, ist die Fische-Energie sehr, dann ist die medial. Dann hat die eine Anbindung an die geistige Welt und ja, empfängt intuitive Botschaften, Bilder, Informationen oder. Also ich sehe, das ist hier gerade ein Thema, dass du deiner Intuition hier vertrauen darfst und sollst. Ich schaue mir hier nochmal abschließend die Botschaft an. Und zwar, deine medialen Gaben und Talente werden nun aktiviert. Vertraue dem, was du siehst, hörst, fühlst, denn alles, was du wahrnimmst, ist absolut korrekt. Deine Sensitivität ist so verfeinert, dass du in der Lage sein wirst, den Charakter der Menschen auf Anhieb zu erkennen, zwischen den Zeilen zu lesen und Dinge zu sehen, bevor sie passieren. Wisse, dass diese Fähigkeiten immer mehr zunehmen, je öfter du deine medialen Talente anwendest, um zu lernen und zu heilen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du hier spürst, dass jemand hier auf dich zukommt mit zwiespältigen Absichten, ja, oder dass jemand hier nicht ganz ehrlich ist. Ich habe das Gefühl, dass das nimmst du wahr. Wegen deiner Sensitivität, deiner Feinfühligkeit, ja. Hier kommt zwar diese Warnung, dass du hier genau prüfen sollst, aber ich glaube, du spürst das. Es ist möglich, dass sich deine Sensitivität in der Vergangenheit überwältigt hat, weil du nicht verstanden hast, wie du sie einsetzen kannst. Doch jetzt erblühst du wie ein Wunder, wie eine wunderschöne Blume und wirst zu dem Licht, das zu sein du auf die Welt gekommen bist. Du hast dich lange auf diesen Moment vorbereitet. Eine Inkarnation nach der anderen hat dich dahin geführt, wo du jetzt bist. Indem du deine Einzigartigkeit annimmst, kannst du vielen anderen helfen, es dir gleich zu tun. Jetzt heißt es nicht, sich anzupassen oder konform zu sein, sondern die Welt wissen zu lassen, wer du bist. Liebe Fische, das ist meine Botschaft für dich für den Juni. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.